Hallo alle zusammen, heute möchte ich mit euch über die Diablo 4 Beta sprechen, nachdem ich jetzt alle Charakterklassen auf Max-Level, also auf Level 25 hochgespielt habe und ein bisschen Zeit im Beta-Endgame sozusagen verbracht habe. Ist die Beta gut? Ist die Beta schlecht? Solltet ihr sie spielen jetzt beim Open-Beta-Wochenende in einer Woche? Und was bedeutet das alles für den Full-Release des Spiels am 6. Juni dieses Jahr? Wenn euch dieses Video hier gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben bewertet. Und wenn ihr genauso hyped seid für Diablo 4 wie ich, bleibt auch gerne mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei. Es wird noch viel mehr Content rund um Diablo hier kommen. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, aktiviert auch die Glocke und stellt sie auf alle, damit euch YouTube immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video veröffentliche. Aber jetzt lasst uns doch über Diablo 4 und die Beta sprechen und ich habe es ja schon auch ein bisschen vorne weggenommen. Die Beta war wirklich phänomenal gut in meinen Augen. Aber bevor ich euch jetzt meine Eindrücke im Detail schildere, würde mich noch interessieren, habt ihr denn bereits gespielt? Wenn ja, wie fandet ihr es denn? Schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare, ich bin sehr gespannt auf eure Eindrücke. Und ich denke, über Diablo 4, den Style, das Gameplay und wie sich vielleicht das Endgame entwickeln könnte, kann man durchaus streiten, je nachdem von welcher Ecke man kommt und was man von dem Spiel erwartet. Aber über die Beta selbst kann man definitiv nicht meckern. Also es wird uns hier ein richtig ordentlicher Happen Diablo 4 geboten, den wir auf Herz und Nieren erkunden und testen können. Die Open World, aber auch generell der Ton, den die Story vorgibt, gefallen mir wirklich sehr gut in Diablo 4. Alles wirkt düster, dämonisch und bedrohlich und da haben sowohl das Art-Team als auch das Sounddesign eine absolut klasse Leistung hingelegt. Die Grafik ist zeitgemäß, also schön finde ich, der Grafikstil gefällt mir sehr gut, deutlich besser als Diablo 3 und es lief bei mir sowohl in 2K als auch in 4K einwandfrei flüssig. Die gesamte Oberwelt ist ja ohne Ladebildschirme gestaltet, das heißt ihr könnt einfach frei in Städte reinlaufen und wieder rauslaufen und auch Gebiete wechseln und das alles ohne jemals einen Ladebildschirm zu sehen. Und das funktioniert tatsächlich noch nicht ganz so geschmeidig, also hier gibt es ziemlich häufig Rubberbanding, gerade wenn man zum Beispiel aus der Hauptstadt, also Kyovoshad, herausläuft, wird man beim Übergang ins neue Gebiet ein bisschen zurückgezogen oder hat irgendwie ein riesiges Lag. Ja, es ist nett, dass das alles ohne Ladebildschirme läuft, aber wenn du dann jedes Mal das Gefühl hast, an einem Gummiband zu hängen und nicht vorwärts zu kommen, ist es auch irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Also keine Ahnung, wie das dann in der finalen Version aussehen wird, ob sie das noch fixen können oder ob das einfach ein Problem dieser Designentscheidung ist, mit dem wir halt leben müssen. Fände ich ziemlich schade, denn ansonsten lief die Beta bei mir, bis auf die üblichen Login-Probleme zum Start, eigentlich technisch einwandfrei. Ansonsten hat mir die Open World in Diablo 4 in der Beta sehr gut gefallen und auch das Shared World-Konzept funktioniert für mich wunderbar. Die zersplitterten Gipfel ist ein ordentlich großes Gebiet, in dem es viel zu entdecken und zu erkunden gibt. Und selbst wenn ihr nur eine Klasse spielt, werdet ihr gut zu tun haben und könnt einige Stunden am Wochenende in die Beta versenken. Von Random Events in der Open World bis hin zu den Dungeons und dem Open World Boss Ashava ist Sanctuario auch vollgepackt mit unterschiedlichsten Aktivitäten. Es gibt einige Geheimnisse zu entdecken, über die ihr im Vorbeilaufen stolpern könnt. Ich habe zum Beispiel einen Level 35 Boss auf der Map entdeckt, der ziemlich knackig sein kann, gerade wenn man da alleine dran vorbeiläuft. Und genug Möglichkeiten, um Loot zu sammeln, gibt es auch. Auch ist das Spiel, jetzt in der Beta zumindest, noch sehr generös mit legendären Items. Könnte sein, dass sich das im finalen Spiel noch ändert. Die Entwickler hatten im Vorfeld ja eigentlich gesagt, dass Legendaries sehr selten sein sollen, damit sie sich auch wieder besonders anfühlen. Ich weiß nicht, ob ich so ein wirklicher Fan davon bin, denn es ist immer noch sehr schwierig, ein wirklich passendes legendäres Item zu finden für den Build, den man gerade spielt. Gepaart damit, dass man in den höheren Stufen wohl viel zu viele Ressourcen braucht, um seinen Charakter umzuskillen, könnte das wirklich bedeuten, dass man für einen bestimmten Build Ewigkeiten farmen muss. Aber hier in der Beta ist das alles noch sehr entspannt, bis Level 25 zahlt ihr maximal um die 3000 Gold, um all eure Skillpunkte zurückzusetzen und neu verteilen zu können. Also sehr gut, um noch ein bisschen rumzuprobieren, um vielleicht andere Builds zu probieren, um alle Skills einfach mal auszuprobieren, das sollte auf jeden Fall drin sein in der Beta. Eine Sache, die mich in der Open World allerdings doch ein bisschen gewundert hat und ich frage mich, ob das nur in der Beta hier so ist, ist, dass alles mit einem mitskaliert. Also egal wie hoch man levelt, es ist immer auf dem eigenen Level oder ungefähr zwei Level drüber. Also man hat überhaupt nicht die Möglichkeit, sich zu überleveln. Was für eine Open World während der Kampagne eigentlich relativ ungewöhnlich ist. Aber es ist halt auch nur eine Beta, kann auch sein, dass es im finalen Spiel dann ganz anders sein wird.
Die Story im ersten Akt, den wir jetzt in der Beta spielen konnten, ist wirklich super. Die Hauptmissionen sind teilweise ziemlich lang, aber sehr interessant. Die Lore ist phänomenal. Und die ganze Geschichte wird entweder direkt so im Spiel oder per In-Engine-Cutscenes erzählt. Also es gibt keine cinematischen Cutscenes mehr, sondern alles wird über die In-Game-Engine gemacht. Und das funktioniert wunderbar. Da ich hier zur Story aber auch nicht spoilern möchte, überlasse ich es euch einfach, das in der Open Beta selbst zu erleben. Ich kann es euch nur empfehlen und ich glaube, dass wir hier eine richtig gute Kampagne geboten bekommen. Das Gameplay selbst hat mir, bis auf einige Kleinigkeiten, sehr gut gefallen. Der vermutlich größte Unterschied jetzt im Vergleich zu Diablo 3 ist auf jeden Fall, dass das Spiel an sich viel langsamer, aber trotzdem viel movementlastiger ist. Bedeutet, ihr müsst viel mehr aktiv ausweichen. Gerade Bossfights haben deutlich mehr Mechaniken und es kommen eigentlich ständig irgendwelche Projektile angeflogen oder irgendwelche Attacken, denen ihr ausweichen müsst und teilweise kommt ihr fast 10 Sekunden gar nicht zum Angreifen, weil ihr euch durch die Arena bewegen müsst, um nicht getroffen zu werden. Und so machen die Fights viel mehr Spaß. Mir ist klar, dass sich das Ganze auch im Endgame nochmal verändern wird. Wenn dann die ordentlichen Builds parat sind und einfach alles steht, wird man da auch wieder deutlich schneller durchkommen, ganz klar. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall viel anspruchsvoller und mir gefällt es. Also das war gameplay-technisch eigentlich mein persönliches Highlight. Es hat auch jede Klasse einen Dodge, also einen Ausweichschritt und den werdet ihr definitiv brauchen im Laufe der Kampagne. Aber auch die einzelnen Charaktere, finde ich, sind sehr gelungen. Jetzt in Early Access sind ja der Magier, der Jäger und der Barbar verfügbar und alle drei haben ihren ganz eigenen Spielstil, der aber wunderbar funktioniert. Ich habe mit dem Magier angefangen und dachte, ja, das wird meine Klasse. Danach habe ich mit dem Jäger gespielt und dachte mir, okay, das ist nochmal cooler. Und jetzt zu guter Letzt habe ich mit dem Barbar gespielt und bin wirklich überrascht, dass mir der fast am besten gefällt, muss ich sagen. Der Skillbaum ist nicht ganz so groß, wie ich es erwartet hätte, aber hey, es ist ein Skillbaum im Vergleich zu Diablo 3, es ist also eine tausendfache Verbesserung und damit werden sich definitiv einige sehr interessante Builds bauen lassen. Hinzu kommen auch noch die klassenspezifischen Spezialisierungen. Beim Magier und beim Jäger könnt ihr die passende Quest ab Level 20 bereits in der Beta spielen und die Klassenspezifikationen dann auch nutzen. Der Barbar muss in der Beta leider noch darauf verzichten, da seine klassenspezifische Quest außerhalb der spielbaren Zone stattfindet. Das gibt dem ganzen Skillsystem aber an sich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Tiefe als einfach nur den Skillbaum. Finde ich sehr gut. Aber ein ganz entscheidender Teil hier bei Diablo 4 ist, dass ihr eure Skills wirklich mit guten Items kombiniert. Denn bei eurer Ausrüstung müsst ihr wirklich darauf aufpassen, dass ihr die passenden Affixe habt. Gerade jetzt auf Stufe 25 macht es einen riesen Unterschied, ob ihr einfach das höchste Item anlegt oder ob eure Ausrüstung wirklich eure aktiven und auch eure passiven Skills unterstützt. Während ich bei vielen anderen Spielen einfach gerade beim Leveln immer nur das höchste Item anlege und das meistens vollkommen ausreichend ist, funktioniert das hier bei Diablo überhaupt nicht. Also ihr werdet merken, dass ihr deutlich besser mit dem Content klarkommt, gerade auf World Tier Stufe 2, wenn ihr euch wirklich die Zeit nehmt, jetzt schon beim Levelprozess eure neuen Items, die ihr gedroppt bekommt, ordentlich zu inspizieren und zu schauen, ob sie euren Build verbessern können. Und da spreche ich noch gar nicht mal von den legendären Items, sondern nur von den seltenen, die alleine können euch schon wirklich richtig gut weiterhelfen. Legendäre Items sind hingegen nochmal eine ganz andere Sache. Die können mit relativ generischen Stats daherkommen, aber auch mit richtig guten Affixen. Wie hier zum Beispiel bei meinem Barbaren habe ich ein Item gefunden, das Wirbelstürme erzeugt, wenn ich den Wirbelwind-Skill benutze. Das ist halt richtig, richtig stark, da das eine meiner Kernfähigkeiten im Build ist. Und falls ihr unzufrieden seid oder eben ein Item findet, das nicht zu eurem Build passt, aber für euch sehr gut klingt, überlegt euch einfach, ob ihr nicht eben alle eure Punkte zurücksetzt und einen neuen Spielstil ausprobiert. Ihr werdet erstaunt sein, was ihr alles so entdeckt. Wir haben in der Gruppe einiges ausprobiert, neue Sachen herausgefunden und uns gegenseitig inspiriert. Und damit macht die Beta eigentlich genau das, was eine Beta machen sollte und das in einem wirklich ordentlichen Umfang. Ihr könnt alles auf Herz und Nieren testen. Ihr könnt euch genau anschauen, wie sich das Spiel spielt und anfühlt, welchen Ton die Story vorgibt, wie sich die Charaktere und die Skills spielen und welche Rolle das Loot- und Item-System dabei spielt. Also ihr könnt wirklich jeden wichtigen Aspekt des Spiels durchleuchten, bis auf zwei, nämlich das Endgame und ganz wichtig die Monetarisierung. Über diese beiden Dinge kriegen wir hier in der Beta natürlich keinerlei Informationen. Allerdings hat Blizzard versprochen, nach der Beta in weiteren Dev-Streams ausführlich über beide Themen zu sprechen. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, bleibt doch gerne mit einem Abo hier auf dem Kanal mit dabei. Bei mir werdet ihr auf jeden Fall darüber informiert, sobald es News dazu gibt.
Das war's aber für dieses Video und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann wird euch auch sicherlich mein letztes Video gefallen, das ihr hier im Bild eingeblendet seht. Ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.